Aber macht das nicht Hämorrhoiden, wenn man auf so einem Steinstuhl sitzt beim Essen? Wenn der auch nicht vorgewärmt ist? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, oder? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Going Mad Eagle in der Early Access Experimental Version. Es gab mal wieder ein paar News vom Entwickler und die haben noch einmal bestätigt, dass sie für das nächste Update an der Mechanik für Tiere, Tierzähmung und Tiertraining arbeiten. Und sie haben aber auch geschrieben, dass das ein bisschen zäh vorangeht und dass sie auch mit der Animation der Tiere noch so ein oder andere Probleme haben. Also das ist alles noch nicht ansatzweise so weit, dass sie das bringen könnten irgendwie. Aber es soll wohl auch Trophäen geben, also Jagdtrophäen, mit denen man seine Burg dann gestalten kann. So ein kleiner Infostand. Ja, also da wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Die sind da dran. Und wir sind übrigens auch gerade dran, nämlich wir sind dabei, unsere große Halle zu bauen. Hier. Nicht schlecht. Wir haben da noch kein Dach drüber jetzt. Ja, jetzt habe ich die Bäume ausgeblendet, das wollte ich gar nicht. Genau, wir haben da jetzt noch kein Dach drüber und da hinten fehlen noch Wände, also Ziegelwände. Wir haben aktuell aber gerade keine Lehmziegel so richtig zum Bauen. Beziehungsweise die wir haben, die werden immer direkt gleich vercraftet. Ich mache jetzt hier mal die Holzwände weg. Ich hoffe, das verträgt unsere Struktur hier. Wenn wir das jetzt hier wegmachen, müsste aber eigentlich alles cool sein. Genau, und dann bauen wir da mal noch Wände auf. Ja, und dann müssen wir noch ein Dach drüber ziehen. Idealerweise auch ein Lehmziegeldach. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Going Mad Eagle reinziehen in der Early Access, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Die sind wir am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, was ihr vom Projekt haltet. Genau, so, der macht mal hier wieder zu. Jetzt ist es natürlich schon Nacht. Ich glaube, da werden sie jetzt hier keine Wand haben nachts. Das ist auch schön. Ich habe übrigens mal noch einen Tipp bekommen. Und zwar habt ihr mir jetzt gesagt, ich soll, bevor ich das Holz, das gute, wertvolle Holz nehme und einfach so verfeuere in den Eisenfeuerbehältern und in den Feuerbehältern und in den Öfen und so, soll ich das zu Kohle verarbeiten. So, dazu brauchen wir aber Öfen, also hier diese Lehmöfen, damit wir aus dem Holz in dem Ofen Kohle machen. Wenn wir keine Rohstoffvorkommen haben, wo wir Kohle abbauen können. Und momentan ist es leider so, dass ich keine gefunden habe bei mir auf der Map. Also, ich habe schon so ein bisschen rumgeschaut hier, auch da, wo wir schon Bergbau betreiben und so. Und da muss ich leider sagen, habe ich leider festgestellt, ist nicht so viel los. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir hatten hier auch zum Beispiel nochmal eine Kalksteinquelle sogar gefunden, hier unten, da. Aber irgendwie, Kohle ist nicht so. Das ist ein bisschen schade. Ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen eine Grabung. Vielleicht finden wir noch irgendwie Kohle. Ich glaube, Kohle kann durchaus auch in der Nähe sein von Eisen. Also hier zum Beispiel wäre nochmal eine Eisenquelle. So, und da könnte man jetzt sagen, man gräbt sich zum Beispiel hier nochmal ein bisschen runter und schaut, dass man hier das Eisen vielleicht angräbt und dann hofft, dass vielleicht unten drunter nochmal Kohle ist oder so. Das wäre jetzt nochmal eine Idee. Das können sie auch nebenbei noch machen, glaube ich. Ja, und sonst müssen wir halt das Ganze dann mit Öfen machen. Wir haben hier drüben ja noch ein bisschen Platz unter dem Wehrgang. Da könnte man natürlich hier noch Öfen aufstellen für Kohle. Dann wären die auch hier direkt nebenan. Weil das Ding ist, wir brauchen die Kohle sowieso spätestens für die Stahlherstellung. Wir können keinen Stahl herstellen, wenn wir nicht Kohle produzieren oder irgendwie abbauen vorher. Hier wäre zum Beispiel auch nochmal eine Eisenquelle. Da könnte man auch nochmal ein bisschen genauer gucken hier. Oder zumindest sich mal hier so durchgraben, damit man da auch an das Eisen, was abgebaut wurde, rankommt, nicht wahr? Das wäre auch gut. Also das müssen wir mal machen. Wir haben halt hier den Standortnachteil, dass wir hier nicht im Gebirge sind, sondern wir sind so ein bisschen davor. Wenn wir uns mal die Regionskarte angucken, ja, wir sind so vorm Gebirge. Also quasi im Tal. Aber noch nicht so wirklich tief im Tal, sondern eher so am Rand von Gebirge und Tal. Und das ist eine ziemlich ungünstige Position anscheinend, was Rohstoffe angeht. Wären wir ein bisschen mehr in den Bergen, würden wir wahrscheinlich riesige Mengen an Kohle und Eisen finden. An der Oberfläche auch schon. Und so haben wir das halt nicht. Ja, so müssen wir halt zusehen einfach.
Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber naja, egal. So ist das halt. Oh, warte mal. Moment mal ganz kurz. Da unten ist es doch recht dunkel. Guck mal, da könnte Kohle sein. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen geil. Also erstmal ist da nur Lehm, aber die Ränder sind halt so dunkel. Aber gut, das kann jetzt auch einfach nur die Ambient Occlusion vielleicht einfach sein. Müssen wir mal schauen, wenn sie das hier weggemacht haben. Wenn sie den Eisenklumpen hier entfernt haben, da bin ich mal gespannt. Ob sie dann vielleicht Raum erstellt, Schlafzimmer. Ah, okay, hier wird jetzt zugemacht. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, warte mal, da können wir gleich mal hier noch das Dach entfernen lassen. Hier, das ist ja noch so ein altes Reetdach, genau. Reet nicht und bau das Reetdach ab. Und ja, man könnte jetzt überlegen, entweder man macht hier jetzt ein normales Dach drüber oder man macht da noch eine Etage oben drauf. Ich wäre fast nochmal für eine Etage eigentlich. Das Dach hat auf jeden Fall einen besseren Verteidigungswert gegen Beschuss. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Die Platten, die sind halt relativ schnell kaputt. Das ist so ein bisschen der Haken da dran. Aber ich würde schon gerne hier oben noch eine Etage draufbauen eigentlich. Das bedeutet, ich würde da jetzt einfach mal Platten einziehen. Wir machen da jetzt mal Platten hin. Da haben wir jetzt natürlich nicht ansatzweise genug Ziegel dafür. Ah ja, stimmt. Und wir müssen ja auch noch Querbalken bauen. Stimmt, sonst können wir ja... Sonst trägt das ja gar nicht. Warte. Das müssen wir auch machen. Moment, da machen wir das... So, 1, 2, 3, genau. 1, 2, 3, genau dahin. Und 1, 2, 3. Okay, da geht leider jetzt keiner hin. Da ist die Tür. Wir müssen zur Not einfach nochmal die Tür ein bisschen versetzen, damit wir das einheitlich machen. Oder wir sagen, warte, wir machen das anders. Sekunde, wir können das auch so machen, dass wir hier zwei Abstand lassen. Ah ne, da ist dann wieder die andere Tür im Weg. Okay, warte kurz, wir machen das noch anders. Dann mach halt hier zwei. 1, 2, dann mach's dahin. Hier zwei, 1, 2, dann mach's dahin. Hier zwei. Okay, dann ist da die Tür auch wieder im Weg. Die Tür ist immer im Weg! Die hässliche Tür ist immer im Weg. Unglaublich, da muss die halt weg, die Tür. Die Tür muss weg. Die Fackel muss auch weg. Moment. Das kommt alles wieder jetzt hier hin, so. Und die Fackel, die nehmen wir auch nochmal ein Stück weiter rüber jetzt. Drehen, genau so. Und dann machen wir da die Tür nochmal weg. Aber jetzt sollen sie erstmal die Stützen bauen, bevor sie da jetzt das abreißen. Und vor allem die Dachpappe sollen sie erstmal bauen jetzt. Versetzt die Fackel. Ja, will ich ja machen. Ich will auch die Tür versetzen. Ich will alles versetzen hier jetzt. Weil, oh, unser Lager. Guck mal, das ist unser Lager hier mit Eisen. Das sieht doch auch schon mal gut aus. Warte mal, ist da... Die Asche soll hier aber nicht eingelagert werden. Die wird hoffentlich noch weggeschafft. Sonst ist unser Lager da blockiert. Das wollen wir ja nicht. Einfach mit der Hacke über die Blöcke und wechseln Ebenen. Dann siehst du, ob da Kohle ist. Ohne vorher das was... Echt? Ohne dass vorher gegraben werden muss? Soll das heißen, ich kann hier meine Röntgenaugen benutzen? Okay, warte kurz. An der Oberfläche haben wir ja schon geklärt, ist keine Kohle. Lehmvorkommen, Erde. Felsiger Böden. Dann muss ich jetzt hier alles abscannen, oder was? Warte. Die Frage ist ja auch, wie tief muss ich gehen, um auf Kohle zu stoßen? So, das ist ja die andere Frage auch. Okay, ich fürchte, ich muss noch eine Ebene tiefer gehen, wa? Wenn ich Kohle haben will. Scheint echt... Ja, guckt euch das mal an. Da war noch ein Salzvorkommen, glaube ich. Lehm. Ja, da muss ich noch mal tiefer. Ich bin nicht tief genug. Du bist im Tal. Da ist Kohle extrem selten. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Aber trotzdem muss es doch irgendwo welche geben. Zumindest in kleinsten Mengen muss es doch irgendwie was geben. Mal irgendwo. Das kann doch nicht sein, dass es gar nichts gibt. Wie tief bin ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich muss noch tiefer gehen. So. Komm, da muss was sein. Warte mal, ich gucke jetzt mal hier um unsere Base drumherum. Vielleicht ist da ja irgendwo was. Leider nur Erde, aber auch Erz, ne? Erz ist auch voll wenig am Start, so. Lehm. Ja, ich glaube, das sieht echt schlecht aus, was Kohle angeht. Keine Kohle mehr. Kohle geht uns aus. Oder was heißt geht uns aus? Wir hatten nie welche. Wir hatten doch nicht... Ja, aber ganz ehrlich, auch wenn ich im Tal tief genug grabe, muss es doch einfach irgendwo auch Kohle geben. Das kann doch nicht sein, dass es gar keine Kohle gibt. Guckt euch das doch mal an, da ist nichts. Da sind nicht mal Erze oder irgendwas. Da ist gar nichts. Bah! Was war das?
Felsiger Boden, na toll. Sicher, dass das wirklich auch anzeigt, wenn ich da nicht gegraben habe? Seid ihr euch ganz sicher, dass das so ist? Granit kann nicht tiefer graben. Was? Da ist schon Bedrock. Na toll, dann haben wir keine Kohle, dann haben wir nichts in der Richtung. Mach Nutzwälder und verarbeite sie zu Kohle. Ja, dann komme ich da nicht drum rum, verdammt. Dann muss ich das wirklich so machen. Ah. Fluffys Intellekt ist gestiegen. Nice. Okay, dann müssen wir Nutzwälder erstellen. Hilft alles nix. Dann mach hier mal jetzt schon die Holzwände weg. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Holz. Auch wenn der Wehrgang da jetzt vielleicht ein bisschen allergisch drauf reagiert. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Und dann mach mal hier noch Stützmauern, Stützdinger. Mach das mal so. Der Spielbär reißt wieder ab, unglaublich. Und da ist direkt... Was? Siedler sind verärgert. Wieso? Odin, warum? Etwas hungrig, hässliche Ausstattung, verzweifelt durstig. Also trinken ist noch genug im Lager. Unterhaltung bedürftig, religiöser Aktivität bedürftig. Ja, Odin, du musst das auch machen, wenn du das machen willst. Ich kann nicht für dich irgendwie in die Kirche gehen. Du musst das selber machen. Hat er doch... Der hat doch Freizeit. Oder nicht? Ja, hat er doch. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe meine eigenen Siedler nicht manchmal. Manchmal stecke ich einfach nicht drin. Guck mal, das Holz wird immer weniger. Wir müssen mehr Holz schlagen. Also ihr habt mir jetzt gesagt, ich soll einen Wald anpflanzen. Und soll dann dort das Ganze dann schlagen lassen immer regelmäßig. Okay, warte kurz. Was haben wir denn für Kiefernsätze? Die haben wir nicht. Eichen haben wir nicht so. Ja, warte mal. Wir müssen, glaube ich, mal noch ein paar mehr Bäume ernten und dann mal die Samen mal nicht verkaufen, sondern die müssen wir dann einfach mal benutzen, um daraus dann neue Bäume zu machen. Haben wir den Kiefern hier zufällig? Da ist eine Kiefer. Da wird man einen Kiefernsetzling kriegen. Hier sind noch Kiefern. Ich glaube, Kiefern sind mit am ergiebigsten. Kann das sein? Ist, glaube ich, egal, oder? Hauptsache, der Baum ist riesig. Naja, müssen wir sie mal machen lassen jetzt einfach. Müssen sie einfach mal jetzt arbeiten. Ich habe inzwischen sogar eine Schnapsdistille stehen, aber die saufen immer alles sofort weg. Was, eine Schnapsdistille? Ist das nochmal was anderes hier als die Brauerei? Sag bloß, man kann Schnaps erforschen. Chemie oder was vielleicht? Schaltet frei. Apothekertisch, Was sage ich mit Forschung? Genau, wer macht das eigentlich gerade? Macht das überhaupt jemand? Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir das überhaupt schon eingestellt? Ja. Ja. Wer macht denn das eigentlich? Wer ist denn dafür zuständig? Forschung. Das ist hier alles auf 2. Das macht gar keiner, siehst du? Weil die alles schmieden und Sachen verarbeiten und hast du nicht gesehen machen. Ja, dann sollen sie es erstmal weitermachen. Schaltest du bei Destillieren frei? Destillieren? Ach, das ist ganz am Ende hier. Au! Oh, Schnapsdistille! Ja, da haben wir doch ein Ziel, oder nicht? Man muss auch mal sich Ziele setzen im Leben. Ja, lasst uns das dann machen. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir noch jemanden haben, der dann forscht vielleicht. Weil ich glaube, warte mal, Captain Fluffy war ja jetzt am Schmieden, ne? Ich glaube schon. So, Odin trinkt jetzt endlich mal was. Schön trinken. Wir haben Partnerlook hier, die beiden. Guckt euch das mal an. Die sehen genau gleich aus, ey. Das ist auch so ein Ding. Wenn die dann alle irgendwie ihre Uniform und ihre Helme aufhaben, dann erkennen die sich irgendwann gar nicht mehr. Und dann, wie so Sturmtruppen bei Star Wars. Da fragt man sich auch immer, wie können die sich eigentlich voneinander unterscheiden? Wie wissen die eigentlich, wer wer ist? Wenn die immer alle in ihrer Uniform stecken, so. Trank gutes Bier. Hä, trinkt nicht. Ich brauche keinen Drink. Trank gutes Bier. Ja, watten nu? Und vorhin hat er sich noch beschwert, dass er nicht genug trinken kriegt. Hä? Verstehe ich nicht. Also ich sag ja, manchmal verstehe ich die einfach nicht. Manchmal ergibt es einfach keinen Sinn, was die sagen und machen und tun. Vielleicht solltest du die Freizeit etwas versetzen. Wenn alle zur gleichen Zeit in die Kirche oder essen wollen, haben sie nicht genug Platz. An den Altar passen immer nur 2 gleichzeitig. Das habe ich mich schon häufiger gefragt. Ob immer nur 2 Leute an den Altar passen oder ob da mehrere hocken können. Okay, aber das heißt ja eigentlich nur, dass wir einfach noch eine größere Kircheneinrichtung brauchen an sich. Damit wir mehrere Schreine reinstellen können einfach. Dann ist das hier einfach zu klein für die Größe der Siedlung sozusagen. Ja, dann bauen wir einfach hier oben drauf
auf die große Halle bauen wir einfach eine Kirche, also zwei Kirchen mit mehreren Schreinen, die schön groß sind. Und die können wir ja auch ein bisschen gestalten, weil hier diese Holzkirche hier, das ist ja eh nur so eine Behilfskirche am Ende des Tages. Das ist ja gar nicht wirklich das, wie es eigentlich sein soll. Also wir wollen ja eine richtig schöne große Kirche haben eigentlich. Also eigentlich, wenn ihr mich fragt, wenn ihr mich persönlich fragt, finde ich, Religion ist ein großes Problem insgesamt, egal welche, ja. Aus meiner Sicht ist das die Geißel der Menschheit, so ein bisschen, die wir einfach nicht loswerden, wo wir einfach dran hängen. Und wenn es nach mir ginge, würde ich gar keine Schreine aufbauen, aber sie wollen es von mir. Sie wollen von mir, sie verlangen von mir, dass ich ihnen für ihre jeweilige Religion einen Schrein hinstelle. Ja, und wenn ich das nicht mache, dann gibt's Revolution und Aufstand, halt wie in der Realität, ja. Wenn du ihnen ihre Götzen und Schreine wegnimmst, dann drehen sie alle durch und machen sich gegenseitig platt. Oder erst mal mich und dann sich gegenseitig. Insofern, ja, so ist das halt leider. Wenn es nach mir ginge, ich würde sie alle zum Atheismus erziehen. Aber was soll... Ich habe ja nichts zu sagen hier. Ich bin ja nur der Erfüllungsgehilfe, der hier dafür sorgen muss, dass sie genug zu essen haben. Insofern kann ich nichts machen. Pro Tempelkirche können nur zwei Leute beten. Da brauchst du mehrere Kirchen. Wie, ich kann nicht zwei Schreine in eine Kirche bauen? Das ist ja noch bescheuerter. Das will ich ausprobieren. Das will ich wirklich mal ausprobieren. Warte mal, wir können das ja mal ausprobieren. Also ja, die Frage ist, wie probiere ich das? Das muss ja auch genug Platz für den zweiten Schrein sein. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Müssen wir aber vielleicht schauen, wenn wir oben noch ein bisschen frei gemacht haben. So, warte mal, hier wollte ich ja auch noch die Ziegel austauschen, fällt mir gerade mal so auf. Also die Böden hier. Die wollten wir ja auch neu machen. Das ist ja alles noch Holzboden. Das soll doch alles aus schönen Ziegeln bestehen hier. So, und jetzt haben wir ja hier drüben auch frei gemacht. Stimmt, jetzt haben wir hier Holzding hier. Oh, guck mal, da haben sie die... Hä, warum haben sie das jetzt aus Ziegeln gemacht? Aus Lehmziegeln? Seit wann ist denn das aus Lehmziegeln hier gewesen? War das nicht vorher aus Holz? Warte mal ganz kurz. Nö, es ist aus Ziegeln. Anscheinend wurde das einfach mal so gemacht. Okay, na gut, dann... Warte mal, dann reißen wir jetzt mal hier das ab. So, und ich muss dran denken, ich mach's nämlich schon wieder falsch. Ich muss hier die Filter setzen und dann das Tool benutzen. Das ist nämlich schlauer. So. Genau, und dann können wir nämlich hier noch ein Dach drauf bauen. Genau, und die Öfen für die Kohle, genau. Kohleöfen, die machen wir dann... Ich meine, ich könnte es auch aus Kalkstein machen. Warte mal. Ah ne, da haben wir nicht genug Kalkstein eingelagert. Ne, wir machen die Öfen auch wieder aus Lehm. So, warte, dann dreh das mal, genau, und stell das mal schon so da in die Ecke so. Da müssen wir da noch ein Holzlager auf jeden Fall daneben packen. Machen wir mal drei Öfen. Können die da dann noch stehen, da vor dem Ofen? Ah, ich weiß nicht. Ne, mach das mal lieber so, dass du dazwischen vielleicht... Genau, mach mal den da noch hin und dann mach mal, warte, ein Lager für die fertige Kohle. Mach mal da hin, so, warte, dann mach mal alles raus, alles entfernen und dann sagen wir Material, Rohmaterial, Kohle, so. Und dann mach mal hier drüben noch ein Lager in die Ecke, so. Und dann mach mal da auch alles raus und sagen Rohmaterial, Holz. So, dann haben wir hier das Holzlager und hier das Kohlelager. Wunderschön. Nice. So, und jetzt machen wir oben drauf natürlich noch ein Ziegeldach. Also Ziegel. Geh mal hoch, genau. Und dann mach hier mal... Ach, guck mal, da ist ja die Wand kaputt. Warum ist denn die da kaputt eigentlich? So, und so. Genau, haben wir ein schönes Dach drauf. Und hier machen wir mal noch eine Ziegelwand da rein. Warte mal, geh mal runter. Mit der Ansicht hier. Genau, dann mach das mal so. Und dann macht da eine... Genau, also noch so eine Biegung drüber, genau. So einen Bogen. So, wie schaut es hier jetzt aus? Bauen sie jetzt mal hier... Warum machen sie denn hier diese Streben nicht? Fehlt da immer noch was? Können sie anscheinend noch nicht. Ah, fehlen noch Ressourcen. So, wie sieht es denn aus mit Lehmziegeln? Die brennen auf jeden Fall ganz gut. Und wie sieht es denn aus mit... noch mehr Lehm bekommen. Das wäre vielleicht mal noch eine Idee. Wo haben wir denn hier unsere Zonen? Hier können wir noch graben. Grabt euch mal hier rein und grabt euch mal hier noch rein und hier noch rein. Guck mal, da liegt doch noch ganz viel. Das müssen wir mal abholen. Kommen die da runter? Ja.
Doch, man kann mehrere in eine Kirche bauen. Sollte nur derselbe Schrein sein. Trotzdem können nur pro Tempel... Das würde mich mal interessieren, ob es wirklich so ist, ob wirklich nur pro Tempel zwei Leute da rein dürfen. Hä, das ergibt doch keinen Sinn. Also, so eine Kirche zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass viele Gläubige in einem Raum zusammenkommen können. Also, wenn das wirklich so ist, wie es hier geschrieben wurde, dass jede Kirche, egal wie groß die ist, dass immer nur zwei Leute an einem Schrein beten können, egal wie viele Schreine da drin sind, wie viel Platz, weiß ich nicht, dann habe ich eine komische Vorstellung von Kirchen, glaube ich. Habe ich getestet, meint Jutzi hier, okay. Das ist ja strange. Eine Kirche, genau. Ich will das selber ausprobieren. Ich will das selber nochmal ausprobieren. Ich will das mit meinen eigenen Augen sehen. Ich baue denen so eine Behilfskirche da oben drauf. Jetzt müssen sie aber erstmal hier die Sachen bauen. Da sind sie schon wieder langsam. Lernen durch Schmerz, ja. Das ist das Motto dieses Let's Plays. Deswegen habe ich hier zwei Kirchen pro Religion. Na gut, ich meine, das können wir natürlich auch machen. Wir können auch einfach zwei Kirchen pro Religion aufbauen. So ist es natürlich nicht, ne? Dann haben wir halt, wie bei den Schlafräumen. Dann haben wir halt analog zu den Schlafräumen einfach mehrere Religionsräume einfach. Und dann wird dann zugeteilt. Odin kann heute im Religionsraum A-6 beten. Der ist gerade frei. Da wirst du dann wie beim Arzt, wirst du hingesetzt. Und dann wirst du ins Zimmer gerufen dann. Da wirst du dann, wird dann aufgerufen. Herr Odin, bitte in Gebetsraum 1-5. Am Ende des Ganges links. Das ist auch irgendwie bescheuert, oder? Ganz ehrlich. Pro Schrein 2 ist richtig, aber man kann 2 Schreine bauen, somit können 4 zur gleichen Zeit beten. 2x2 wird jetzt gerade geschrieben. Ich bin echt gespannt. Ich will das ausprobieren mit den 2 Schreinen in einer Kirche. Das ist doch zum Schreien hier, ey. Wo bitte geht's zum Schreien? Ah, ich bin hier anscheinend richtig. Ja! Unglaublich. So, jetzt wird hier schon wieder geerntet. Haben wir überhaupt noch so viel Platz im Lagerraum, wenn hier so viel geerntet wird? Ach du meine Nase, guckt euch das mal an. Da ist gar nicht mehr so viel Platz. Ich glaube, da müssen wir mal langsam wieder anbauen, wa? Müssen wir mal wieder hier Regale aufstellen. Warte mal. Mach mal da welche hin. Okay, da kann ich keins hinbauen. Da ist Bersetz. Dann mach mal da noch eins hin. Eigentlich wollten wir ja hinten offen lassen, aber egal. Sie können ja hier vorne ranlaufen. Da ist halt einfach schon nicht mehr so viel Platz. Wie warm ist es eigentlich? Guck mal, da sind 3 Grad unten. Da haben sie auch wieder die Karotten auf den Boden gestellt. Warum auch immer. So, ich hoffe, die machen das jetzt. Wie viel Holz haben wir denn jetzt noch? Schlägt überhaupt irgendjemand Holz? Ich glaube, das macht auch gerade keiner. Das ist schlecht. Wenn uns das Holz ausgeht, können wir keine Ziegel mehr machen. Hier, ihr Heinos. Ihr müsst auch mal Holz abbauen jetzt hier. Ich habe das doch definiert. Das macht keiner, weil die Fähigkeit wieder nicht hoch priorisiert ist, wa? Was ist denn das? Schneiden war das, ne? Das war bei Pflanzenschneiden, glaube ich. Bäume fällen, genau. Der ist doch hier eine 1 bei Daisy. Daisy hat überall eine 1. Bei Bergbau, bei Anpflanzen, bei Ernten, bei... Oh Gott. Was ist denn mit dem Kardinal? Der Kardinal könnte das natürlich mal machen. Dann stellen wir den mal um von Bergbau auf Pflanzenschneiden hier. Damit er das, damit mal einer hier jetzt mal Holz ran schafft, sonst kriege ich ja einen Plack. So, wie schaut es mit dem Ziegeln aus? Ziegeln sind immerhin am Backen, das ist schon mal gut. Hier wird auch gebaut. Spielbär baut hier jetzt den Ofen. Wunderbar. Die armen Teufel mit ihren 1000 Aufträgen. Ja, ich meine, wir haben jetzt auch nicht gerade wenig Leute, ne? Und trotzdem brauchen wir halt einfach mega viele für alles. So, hier machen wir mal für immer. Wir müssen Kohle produzieren, hilft alles nichts. Immerhin kann da jetzt schon mal ein Ofen befeuert werden. Guck mal, da wird es auch gleich gemacht. Der Lukas ist echt mit einer der fleißigsten, das muss ich jetzt einfach echt mal sagen. Also, wie der hier hin und her rennt an den Öfen und an den ganzen Schmieden und die Sachen verteilt, das ist schon echt krass. Aber Odin ist auch dicht dahinter, guck mal, der ist auch fleißig dabei hier, nicht schlecht. Und Spielwehr ist wieder inkompetent. Da hört er einfach auf zu arbeiten. Er muss doch nicht gleich beleidigt sein, Mann. Mach einfach weiter deinen inkompetenten Kram. Ist doch mal lustig, einen dabei zuzugucken, wie er verkackt.
Da ist er gleich angefressen und geht einfach und hört einfach auf. Das ist ja so, als wie wenn hier einer mal was schreibt und ich beende gleich meinen Stream deswegen. Dieser Spielbär, ey. Unglaublich. Guck mal, hier sehen wir das Problem mit unserer Religion. Wir haben einfach nicht genug Platz für Religion gelassen. Guckt euch das mal an, dieses Übervoll. Die bricht aus allen Nähten, die Religion hier. Die platzt aus allen Nähten. Ist überhaupt kein Platz mehr für Religion. Schreckelig, schreckelig. Ich brauche auch Kohle. Brauchen wir das nicht alle? Siehst du, wir haben nicht genug Kohle in unserem Dorf. Wir sind klamm. Es ist unglaublich. Wenn es nicht in den letzten Tagen geändert worden ist, sollte es gehen. Ich hatte bei mir 4 Stück drin und immer regen Betrieb. Ich finde diese gegensätzliche Position so interessant gerade. Der eine sagt, es geht nur mit 2 Siedlern maximal an einem Schrein. Oder in einer Kirche generell. Der andere sagt, es geht mit mehr. Okay. Ich bin echt gespannt, was stimmt. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal das Material. Sonst kann ich es nicht ausprobieren. Wenn sie nicht Ziegel haben zum Bauen, dann klappt das nicht. Dann klappt das einfach nicht. Dann können wir uns da verbiegen und verdrehen. Das klappt einfach nicht. Aber immerhin Kohle wird produziert. Das dauert aber ganz schön lange mit der Kohle. Falls jetzt einige sagen, warum lässt du das denn draußen stehen? Die Öfen müssen draußen stehen bleiben, weil die kriegen nur, wenn sie draußen stehen, 100%. Wenn sie drinnen stehen, dann haben sie einen Malus. Dann funzt das nicht. Bei mir klappt es aber auch. Mehr Schreine sind auch bei mir in der Kirche. Es zählt und es sind alle glücklich. Ich meine, auch in meinem anderen Spielstand habe ich zumindest eine Kirche gehabt, wo ich 2 Schreine drin stehen hatte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die dann eher sich an den zweiten Schrein auch gesetzt haben. Das ging dann schneller, dass die sich da befriedigt haben. Also religiös. Auf jeden Fall. Also ich meine auch, dass das so ist. Aber ja, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen. Warum sollte man denn sonst eine Kirche bauen eigentlich? Wenn da immer nur 2 Leute beten können. Also kein Plan. Wenn es kein Bug war, ist es ein Feature. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, das muss man ja auch immer noch berücksichtigen. Das könnte immer noch ein Bug sein. Bei wem auch immer jetzt. Also bei denjenigen, wo mehrere Leute in einer Kirche gebetet haben. Vielleicht ist es in Real Life ja auch ein Bug, dass viele Leute in einer Kirche sitzen. Vielleicht sollen ja da eigentlich auch immer nur 2 Leute rein. Man weiß es nicht. Vielleicht hat ja der Gott das vorgesehen, dass in ein Gotteshaus immer nur 2 Leute sitzen sollen und beten. Ich weiß es nicht. Und wir haben das Memo einfach nur noch nicht gelesen. Wir sind einfach verbuggt. Wir denken, wir müssen ganz viele Leute in so ein Gotteshaus reinstecken. Dabei ist das gar nicht so. 2 Schreine von der gleichen Religion sollte schneller gehen, genau. Aber hier geht gar nichts schneller, wie gesagt, wenn die nicht jetzt mal hier das Dach draufsetzen. Weil dann geht hier nämlich nichts. Dann klappt nichts. Oh, es wird geerntet schon wieder. Ah, und wir haben noch nicht mal die Regale, die neuen. Toll, jetzt haben wir da noch... Ah, und Sommer ist auch noch. Oh Gott. Ja, nun baut wenigstens mal die Regale da unten. I'm rusting out. Wir haben nur noch 141 Holz. Mit was sollen wir denn hier die Öfen betreiben, wenn die hier mal nicht das Holz hacken? Wo ist denn der Kardinal? Ah, der schneidet. Okay, der hat keinen Helm mehr. Der hat eine beginnende Glatze. Deswegen trägt er einen Helm. Nicht um sich zu schützen, sondern um die Glatze, die beginnende Glatze zu verbergen. Jetzt wissen wir's. Das Geheimnis ist gelüftet. Okay, warte kurz. Haben wir noch Klamotten zum Anziehen? Helme und sowas. Naja. So, Semi. Was ist denn das, was da in der Ecke liegt eigentlich? Eine Kappe aus Leinen. Ja, das ist richtig geil. Der Zeug da hat halt nicht viele Trefferpunkte da, ne? Was ist das hier? Eisenbarrenhaufen. Warum liegt der hier unten? Der soll doch da gar nicht liegen. Der soll doch eigentlich hier eingelagert werden. Naja, ist egal. Haben wir eigentlich schon einen Rüstungsschmied? Nee, ne? Das haben wir auch noch nicht. Was wir alles noch nicht haben. Was wir alles noch brauchen. Ungeheuerlich. Immerhin, wir haben Ziegel jetzt. Haben sie es jetzt zugemacht hier? Nee. Warum baut da keiner? Was ist da los? Wie war das die mit ihren 1000 Aufträgen? Ja, ist halt so. Da müssen sie halt auch mal was fertig machen. Was?
So weit von einer stabilen... Ach Mann, diese da! Dann warte, dann muss ich jetzt das nochmal hier jetzt ändern. Sonst kann ich da nicht symmetrisch bauen. Wegmachen und neu bauen. Ist die Devise. Alles klar. So, warte, dann macht man gleich diese Tür. Die macht man einfach jetzt daneben. Oh, und da ist ja auch... Warte, da kann ich ja auch den Boden jetzt einziehen hier. Sehr gut. Nice. Und warte mal, hier macht man jetzt mal noch... Ja, obwohl, da warte ich lieber noch, bis wir noch mal ein paar Lehmziegel kriegen, glaube ich. So, und apropos Lehmziegel, die Tür muss gleich ersetzt werden. Was, Chrissys Kochkunst ist auf 35, nicht schlecht. Hier mit einem Abstand von 2 immer jeweils. Das ist gut, das sollte ordentlich Stabilität geben für die Etage dann auch noch, die dann noch oben drauf kommt. Nun sieht's aus wie eine Ruine, aber nicht, weil es so alt ist, sondern weil es nie fertig wurde. Also wie der BER. Ich brauche halt in jedem Spiel meinen BER, so ist das. Die Inneneinrichtung müssen wir ja auch noch fertig machen, da sind wir ja auch noch nicht so weit. Aber immerhin klappt das jetzt hier. Mit dem Neubau hier. Das sollte jetzt alles so halbwegs funktionieren. So. Jetzt will ich mal hier noch ein bisschen was machen. Jetzt will ich das hier mal noch an die Wand setzen. Rotier das mal, genau. So, und dann mach mal... Wir brauchen ja noch Banner. Hier. Nee, warte mal. Banner. Wo sind denn Banner? Mittelgroßes Banner, das hier. Genau, da gibt es nämlich hier unten auch eine Auswahl. Und da braucht man eine große Bannerwand. Ich glaube, wir brauchen 6 davon, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so ähnlich. Warte mal, da müssen wir mal gucken, wo machen wir denn die Banner? Wo sehen die denn gut aus? Neben der Tür würde ich welche hinbauen einfach. So, da haben wir schon mal 2. Vielleicht neben jede Tür 1. Hier, genau. Warte, nee, das ist ja... Wo war jetzt die Tür? Das war die Tür da, oder? Was er gerade baut. Ah, hier ist das Dings. Dann mach hier noch 1 hin. Warte mal, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann noch hier neben die Tür noch 1. 6. So. Wunderschön. So, das sind die 6 Banner. Und was hat noch gefehlt? Da braucht man noch einen großen Tisch. Auf jeden Fall, weil wir haben ja auch nicht hier noch Sitzplätze. Jetzt sag nicht, für einen großen Tisch brauchen wir bestimmt hier wieder eine halbe Tonne Holz. Ja, 100 Holz, okay. Ja, dann ist es halt so, ne? Wenn das so ist, dann ist das so. Dann bau da jetzt den Tisch und dann reiß den hier mal ab. Dann können sie halt mal nicht am Tisch essen, so ist das halt. Und die Stühle mach mal aus Stein. Ich glaube, die sind aus Stein hochwertiger dann. Ja, guck mal. Kalkstein, da müssen wir halt Kalkstein farmen. Ich mach das jetzt so. So, warte hier. So. Ich hoffe, das ist auch okay, wenn wir die so dicht zusammenstellen, die Stühle. Aber da haben wir ordentlich Platz für weitere Leute noch, die da dran sitzen können dann. So, jetzt müssen wir noch Kalkstein besorgen. Kalkstein war ja ein bisschen problematisch zu bekommen, aber ich meine, hier in der Mauer, hier auf der Seite, da, mach mal die Bäume aus. Ich muss da mal durchgucken können. Genau, hier, da. Das ist doch Kalkstein hier, oder nicht? Jawohl, guck mal, nice. Dann hol das mal da raus. Da ist auch noch was. Da, okay, das ist Lehm. Da haben wir dann schon mal Kalkstein am Start. So, hatten wir hier noch irgendwo eine Stelle, wo wir noch was bekommen hatten. Hier war noch was, ne? Ja, da kann ich so schlecht reinbuddeln. Hier unten ist noch was. Was ist denn da eigentlich? Da ist Salz in der Wand. Da weiß ich auch irgendwie noch nicht, was ich... Also Salz ist ja eigentlich Konservierungsmittel gewesen. In diesen alten Zeiten. Hier ist nochmal Kalkstein. Da könnte man auch nochmal sich reinbuddeln. Müssen wir aufpassen, dass sie den Kalkstein jetzt nicht zu Ziegeln machen. Ich glaube, ich pausiere mal hier die Produktion, dass die das jetzt nicht verarbeiten. Sonst haben wir nämlich ständig Kalksteinziegel, aber wir können keinen Kalkstein bekommen für... Oh, guck mal, sie bauen tatsächlich den großen Tisch zuerst. Dann haben wir jetzt kein Holz mehr, ne? Dann haben sie jetzt das letzte Holz in den Tisch reingesteckt. Ganz klasse. Jetzt haben wir einen epischen Tisch, aber wir haben kein Holz mehr. Ist ganz ausgezeichnet. Beste Taktik ever, ey. Alles reinballern in den großen Tisch und nichts mehr übrig lassen.
Haben sie wenigstens das Dach jetzt fertig? Nee, das haben sie auch nicht fertig. Ja, ja, immer diese willkürlichen Löcher in der Landschaft, dass da niemand verunglückt. Und Salz wurde früher mit Gold aufgewogen. Ja, das früher in der Realität. Die Frage ist das hier auch so? Weil wenn das Salz hier schon im Boden steckt, dann weiß ich nicht, früher war das ja ein bisschen aufwendiger. Also ich meine, ja, da hat man auch Salzbergwerke dann aufmachen müssen, aber die waren ja nicht unbedingt immer direkt nebenan zu der Zeit. Und man wusste ja damals auch noch nicht so richtig, dass man Salz auch aus... Also nicht immer wusste man das, dass man Salz auch aus dem Meer gewinnen kann. Beziehungsweise man hatte nicht unbedingt die Methoden, um das so großflächig zu machen oder die Möglichkeit. Naja, auf jeden Fall war das halt damals ziemlich wertvoll, das stimmt. Und diese willkürlichen Löcher in der Landschaft, naja, das sind halt Testbohrungen, was soll ich machen? Warum ist denn da eigentlich ein Boden? Achso, damit sie da hinten rankommen. Warte mal, dann mach den Boden mal weg. Da wollen wir eigentlich nochmal... Da wollen wir uns ja eigentlich nochmal runterbuddeln hier. Aber warum eigentlich? Da ist gar nichts. Verstehe ich gar nicht. Warum wollen wir uns da runterbuddeln? Oder war da Kalkstein gewesen? Vielleicht war da irgendwie Kalkstein. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Wie viel Kalkstein fehlt uns denn jetzt? Wir haben jetzt... Viermal Kalkstein, ja, da brauchen wir eindeutig noch ein bisschen mehr. Okay, Lunameo ist am Kalkstein farmen, das ist schon mal sehr gut. Ganz ausgezeichnet, ich glaube dahinter ist noch was, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, 98 Einheiten, ja, das reicht doch bestimmt für einen Stuhl, oder? Aber macht das nicht Hämorrhoiden, wenn man auf so einem Steinstuhl sitzt beim Essen? Wenn der auch nicht vorgewärmt ist? Das steigert die Hämorrhoidengefahr, wenn du auf so einem kalten... ollen, harten Stein sitzt. Ich meine, der ist ja schon, wenn so eine Parkbank mal aus Metall ist, ist das ja schon unangenehm. Teilweise. Sie haben noch keinen einzigen Stuhl gebaut. Bin entsetzt. Bin entsetzt und schockiert. Und ich bin noch entsetzter, wenn ich sehe, dass Spielwehr schon so auf die Stühle zugeht und das bauen will. Das wird doch wieder nichts. So, genau. Da haben wir die Hocker abgerissen, die Schemel. So, und jetzt müssen sie halt den Kalkstein benutzen, um Stühle zu bauen. Der Kalkstein, der da unten rumliegt. Und der wieder von niemandem abgeholt wird. Ja, aber immerhin, wir haben fast schon mal ein Dach drauf, bald. Was fehlt denn noch für die große Halle? Warte mal. Die große Halle war das hier. Nee, das hier. Nee. Hä, wo war die denn nochmal? Das war das Grüne, genau. Hier. Muss haben. Ein mittelgroßer Holztisch, großer Holztisch, also ein Tisch. Steinsessel. Oder Steinstuhl. Steinstuhl, das ist das, wenn man wieder ein bisschen fester drücken muss. Mindestens 8 mittelgroße Banner? Okay, da muss ich wohl noch welche aufbauen. Mindestens 4 Fackeln. Oder eine Schildwanddekoration. Hirschkopfwanddekoration, warte mal ganz kurz. Ah, Knochen. Wenn wir 10 Knochen haben, können wir einen Hirschkopf machen. Das ist natürlich auch spannend, ne? Aber wir haben nur einmal Knochen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Liegen hier noch welche rum? Manchmal liegen die so in der Pampa rum. Die Knochen. Da kann man die dann einfach aufsammeln. Die sind bestimmt schon verrottet. Die werden ja dann, die verfallen ja dann so. Ist nichts mehr zu sehen. Da ist noch ein Knochen. Aber wir brauchen ja 10 Stück. Sonst müssten wir mehr Tiere töten noch. Sind das hier Knochen? Nee, das sind Samen. Da sind Knochen. Da sind ganz viele. Oh, warte. Wenn wir die erlauben. Wenn wir sagen, macht da was draus. So. Dann können wir doch das machen, oder? Dann können wir so ein Geweih machen. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. So was anderes. Ah, guck mal, sie haben Steine nicht gebaut. Moment, ah, mach mal das Overlay mit den Räumen aus. Nein, Autosave. Na nun ist gut hier, lass mich bauen. So, warte mal ganz kurz. Wo machen wir denn das? Machen wir hier drüben jetzt. Ein Hirsch und da machen wir noch einen Hirsch. So, da haben wir 2 Hirsche. Ist doch schön, Hirsche sind immer gut. Hirsch, Hirsch. Jetzt schlafen sie wieder. Und haben natürlich keinen Stuhl fertig gebaut. Raste aus. Wer ist da der Nachzügler? Wer ist das? Captain Fluffy und Lukas. Und Spielbär. Und wieso schlafen die anderen eigentlich schon, während die beiden noch arbeiten? Oder die drei? Oder die Toten ausbuddeln? Das ist bestimmt für die Moral richtig gut, wenn man Tote ausbuddelt, die schon mal begraben waren. Da kann ich den Scheiterhaufen für mich schon vorbereiten, glaube ich.
Wenn sie dann angefressen sind. Ach, guck mal, jetzt bauen sie doch die Stühle. Ich hab nicht gesagt. Arbeitsteilung. Die drei arbeiten, die andere teilen. Ja, teile und herrsche, so heißt das doch. Und an dieser Stelle endet diese Folge Going Medieval. Wenn es euch gefallen hat, dann an der Stelle der Hinweis, ihr könnt euch das Spiel holen im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE. Dabei wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Daumen nach oben drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst oder auch hier in die komplette Playlist reinschauen, sowie in die anderen Videos, die hier an der Stelle verlinkt sind. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Going Medieval. Bis dann, ciao, ciao.